Willkommen zurück zu Let's Play StarCraft Legacy of the Void. Wir legen los mit der versprochenen Mission. Ja, nochmal das Intro. Ich meine, ist ja jetzt schon ein Tag her. Die Zerg drohen Telematros zu überrennen. Die Evakuierung ist stark gefährdet. Wir brauchen dringend eure Hilfe, Hierarch. Na gut, wir starten. Ja, irgendwie ein bisschen leise. Ich hoffe, dass da jetzt noch Musik kommt im Spiel. Also Musik ist definitiv aktiviert. Nur, ah, da ist sie. Ich wollte schon sagen, es ist sehr ungewohnt leise gerade gewesen. Das ist nicht normal. Jedenfalls haben wir jetzt zur Verfügung gestellt bekommen dunkle Templer. Dauerhaft unsichtbare Einheiten mit massiven Schadensoutput. Ich würde sagen, da kann man nicht meckern. Nehmen wir. Amons Zergbruten haben sich über ganz Shakuras ausgebreitet. Nur der südwestliche Quadrant von Telematros ist noch in unserer Hand. Und auch er wird nicht mehr lange standhalten. Wir müssen unser Volk in Sicherheit bringen. Doch die Starthangars sind von Verseuchung überzogen. Wir müssen Bodeneinheiten losschicken, um sie zu säubern. Sobald die Hangars gesäubert sind, können unsere Schiffe über die planetare Warp-Verbindung sicher entkommen. Die Starthangars werden gesäubert. Euer Volk wird überleben, Matriarchen. Das schwöre ich. Ja, beim Schwur von Walter White, ich würde sagen, wir legen direkt mal los, gucken, dass wir eine Kaserne noch rankriegen. In dieser Schlacht werdet ihr die Hilfe meiner dunklen Templer benötigen. Sie können unerkannt aus den Schatten zuschlagen. Ja, und wir werden eine Menge Gas brauchen. Ja, in der Regel in Blizzard-Missionen bekommt man neue Einheiten zur Verfügung gestellt und das sind dann die besten Einheiten für die Mission. Deswegen gehen wir direkt mal los. Sehen, dass hier keine Detection ist. Das heißt, wir können erstmal unbarmherzig da reingehen und alles niederprügeln. Arcanis, ich registriere einen sich öffnenden Dimensionsspalt in der Nähe eurer Position. Einen leeren Moloch. Bei den Göttern, er greift die Warp-Verbindung an. Karax, sind die Waffensysteme der Speer des Aldun funktionsfähig? Der Orbitalschlag ist einsatzbereit. Beginnen mit der Zielerfassung. Der Moloch ist geschwächt. Krieger, versetzt ihm den Todesstoß. Ja, jetzt hauen die aber die krassen Special Effects in der Kampagne hier raus. Nicht schlecht. Ja, wir können schon mal ein bisschen Gas vorbereiten. Ja, Orbitalschläge können jetzt über die Kommandokonsole an Bord der Speer des Adun eingeleitet werden. Ich würde sagen, das können wir gleich mal ausprobieren, weil ich glaube, für den hier brauchen wir den nicht mehr. Der Moloch wurde vernichtet. Doch all das wird umsonst sein, wenn wir die Starthangars nicht rechtzeitig von der Verseuchung befreien. Ja, ich bin ja schon dabei. Hier liegt auch ein bisschen Gas. Das nehmen wir. Das ist kostenlos. Kostenloses Gas ist immer gut. Und ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Deswegen gehe ich einfach drauf. Diese Gewölbe beherbergen die Energiereserven der Stadt. Wenn ihr sie einnehmt, kann euch das in eurem weiteren Kampf von Nutzen sein. Das klingt erstmal gut. Ich weiß zwar jetzt immer noch nicht genau, was das war, aber das klingt gut. Deswegen nehmen wir das einfach mal mit. So, den nächsten Hangar haben wir hier. Wir müssen allerdings gerade gar nichts mehr machen, sehe ich gerade. Wir sind jetzt erstmal... Achso, doch, wir sollen die Hangare töten. Ich wollte nur sagen, wir haben keinen dieser Molochs mehr. Deswegen dachte ich, wir wären jetzt erstmal questlos. Aber wir sammeln erstmal ein paar DTs, würde ich sagen, weil dunkle Templer sind ganz praktisch. Ich würde sogar sagen, dass wir ziemlich... Also ziemlich einen Mineralienmangel haben. Die Sporenkrabbler und Overseer voraus können eure dunklen Templer aufdecken. Diese Einheiten solltet ihr zuerst ausschalten. Ja, ich denke auch. Die Zerg bewegen sich auf unseren Nexuspunkt zu. Wir probieren das mal aus. Ich meine, das kann ja so nicht schaden. Das Ding ist down, aber die Verteidigung ist mir gerade doch lieber. Ach, ein paar Roaches. Ich dachte, da kommt irgendwas Gefährliches. Oh, ihr habt dem Schild Schaden gemacht. Oh, fuck, wenn sich das mal bloß regeneriert. Oh,
Oh nein, es ist immer noch so viel Damage. Oh, wird doch geheilt. Na, sowas. Also, Zerg-Einheiten haben es nicht einfach. Terraner auch nicht gegen Protoss, wenn sich die Gebäude wieder heilen können. Das ist im Multiplayer extrem nervig, wenn man quasi eine Aufbau, eine Expansion von einem Gegner quasi angreifen kann, aber nicht vernichten kann. Weil jedes Mal, wenn man angreift, man nur den Schild beschädigt und der sich wieder auflädt. Also spätestens dann kann man das Match dann verlassen, wenn man weiß, es gibt keinen mehr. Ja, wir haben ja ziemlich einfaches Spiel, glaube ich. Wir machen diesen riesen Creep-Tumor jetzt noch kaputt und dann ist die Ecke da auch frei. Nur wir brauchen mehr Pylonen. Materialchen Borazin. Der erste Starthanger wurde gesäubert. Fahrt mit der Evakuierung fort. Ein zweiter Moloch. Die Mondverbindung wird angegriffen. Ja, wir haben eigentlich ziemlich einfaches Spiel gegen die Dinger. Also bis jetzt sind die nicht sehr gefährlich. Das kann auch so bleiben. Der Moloch wurde vernichtet. Lasst uns diese Gelegenheit nutzen, um die Starthangers zu säubern. Ja, ich würde sagen, dann machen wir mal weiter. Wir sind ja auf gutem Wege. Ja, da ist ein Overseer. Kann ich den auch einfach abwarten? Haut der wieder ab? Wie viel Energie hat er denn? 200. Das macht 100 Schaden gegen gepanzerte Einheiten. Overseer sind gepanzert. Das heißt, zur Sicherheit mal noch ein. Ja, das sieht doch gut aus. Das hat besser geklappt, als ich gedacht hätte. So, zu Hause sollten wir vielleicht mal ein bisschen Anti heranschaffen, weil ich sehe gerade, die haben Mutalisken in der Mission. Wenn wir damit angegriffen werden, haben wir ein Problem. So, dann wollen wir mit unseren Dark Templern schon mal hier in Stellung gehen. Vielleicht noch ein, zwei ranwarpen, aber ich sehe gerade, der Cooldown. Naja, wir gucken mal rein. Mal sehen, ob wir so weit kommen. Ja! Ach, das ist nur ein Zergling. Und die bewegen sich. Das heißt, wir können ja einfach rein. Das ist ein Sporenkrabbler. Ja, da kommt er. Ja, wir weichen einfach aus. So, und hinrichten. Auch hinrichten. Ja, mir gefällt das nicht mit dem Sporen-Dings hier. Ah, wir können nur hinschießen, wo wir wirklich Sichtweite haben. Ja gut, das macht Sinn, auch wenn es ärgerlich ist. Oh. Ja, zum Glück haben wir Salads. Schön OP. Und die Tees gerade rangewarpt. So, retten wir den oder auch nicht. Ja, doch, den können wir retten. Ja, wir sollten gleich auf jeden Fall mal noch ein paar defensive Einheiten zu Hause ranwarpen. So, und wir haben ja jetzt Sichtweite. 1, 2... 1, 2, 3. Dann sage ich denen, macht mal den Sporenkrabber hier kaputt. Und dann haben die nämlich freies Spiel, die Jungs. So, mal die ganzen Gates aufklappen. Mal eine Ladung Zealot, weil die mit ihrem AOE, den die jetzt haben, echt OP sind. Ja, ist ein bisschen schwer, die Mission, da man so einen Zeitdruck im Nacken hat. Ich mag Zeitdruckmissionen überhaupt nicht. Das ist das Schlimmste, was es gibt, finde ich. Kommt da was? Danke. Na, welche Überraschung. Noch so ein Ding. Ein weiterer leeren Moloch ist aufgetaucht. Ihr wisst, was getan werden muss. Da. Den schnell kaputt machen und abhauen. Jetzt können wir rein, weil jetzt haben wir hier wieder Energie drauf. 1, 2, 3. Dann hauen wir da nochmal zwei Schüsse drauf. So, und dann ist das Ding nämlich hinüber. Die brauchen keine Hilfe. Das ist gut. Dann ein paar DTs. Vielleicht noch ein paar mehr Gates, weil ich vergesse öfter mal Einheiten zu bauen hier. Vielleicht sollte ich den platt machen. So, auf Wiedersehen. Das sollte ja jetzt eigentlich genug sein, um das Vieh platt zu machen. Also unser Hangar, der verliert zwar ein bisschen Energie, aber ich glaube, dass wir im grünen Bereich sind. Das sollte der Warp-Verbindung etwas mehr Zeit verschaffen. Ja, meine ich aber auch. Na, wird das was? Wir haben hier auch eine Basis. Ich glaube, wenn wir die tatsächlich platt machen. Wir haben einen zweiten Starthangar gesichert. Haben wir weniger Probleme. Die Hälfte der Hangars stehen für die Evakuierung bereit.
Andererseits will ich gar nicht so weit vorwärts. So, wir holen mal alle die Tees wieder zusammen. Und klären mal hier die Ecke ein bisschen auf. Holy shit. Oh Mann. Ja. Die Salads sind so OP. So, und die Tees haben mal eben den Rest gemacht. Ja. Linge und diese Salads sind echt eine explosive Mischung. Das gefällt mir. Aber wir müssen weiter vorwärts. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Keine Detection, doch da kommt gerade Detection. Allerdings haben wir, glaube ich, genug DTs, um die Dinger relativ rechtzeitig auszuschalten. Okay, ich hätte gedacht, dass sie uns jetzt aufdecken mit der Spucke, die wir abbekommen haben. Aber wir haben Glück. So, dann noch ein paar OP-Salads zu Hause ranwarpen. Und die DTs nach vorne ziehen. Overseer. Overseer sind eklig. Habe ich jetzt so beschlossen. Nein! Können wir einfach dran vorbei? Können wir uns darauf einigen? Ja. Oh Gott. Ja, ich muss da rein. Da unten ist noch irgendwo einer. Ja, ich gehe einfach A-Klick durch. Ich wollte gerade sagen, ist ja nicht so viel hier. Dann kann man den jetzt immer noch platt machen. Es hört sich so an, als käme da wieder so ein Dingsy. Ja. Aber an der Stelle, wo wir... Ach nee, da ist noch ein Overseer. Oh oh. Wir konnten die Verseuchung entfernen. Es fehlt nur noch ein Hangar. Es fehlt nur noch ein Hangar. Und wir haben eine Verteidigungsgruppe zu Hause, die eigentlich mit jedem Angriff erstmal klarkommen sollte. So, da kommt jetzt das Teil. Und damit sollten die TTs sicher sein. Ein weiterer Moloch wurde besiegt. Wie viele solcher Monstrositäten will uns Amon noch senden? Ich komme nicht auf die Walter White-Stimme klar. Oh Mann, Leute, helft mir. Ja, ich setze da mal ein paar Pylonen hin und kläre den Zergling da mal. Oh oh. Ich glaube, der ist auf dem Weg zu mir nach Hause, oder? Ja, das finde ich uncool. Vor allem hat er sich die Probe geholt. Jetzt habe ich immer noch Supply Block. So, der ist down. Mehr muss ich gar nicht machen. Ja, ich habe so ein bisschen den Zeitdruck im Rücken, deswegen renne ich noch ein bisschen. Oh mein Gott, wie viele sind denn hier noch? Jetzt ist aber gut, oder? Ja, die kommen klar. Das geht locker. Ich wollte gerade sagen, Pylonen bitte. So, dann kann ich nämlich jetzt wieder ein paar DTs ranwarpen, die direkt nachkommen können. Wo geht's denn hier lang? Wir wollen ja auch die Nebenquests machen und möglichst alle von diesen hässlichen Tempeln finden. Bis jetzt haben wir ja schon da einen. Ich denke mal, der nächste wird hier rechts auf der Kartenseite sein. Deswegen ist das soweit in Ordnung. Ist von mir genehmigt. So, hauen wir die mal nieder. Ja, das ist echt praktisch, dass man Observer so ausschalten kann. Damit sind die Tees echt stark auf jeder Karte, denke ich. So, und wieder was. Die letzten Solarid-Reserven werden gerade geborgen. Bis zur Rückkehr unserer Truppen werde ich den Solarkern modifiziert haben, Irach. Ja, das klingt doch super. Ja, wir haben noch einen so einen Verseuchungsdingeldongel vor uns. Und bis jetzt ist keiner mehr von diesen komischen Molochs aufgetaucht. Ich mag den Namen überhaupt nicht. So, Detection? Nein, danke. Ist ein bisschen doof, dass die Queen uns immer anspuckt mit ihrer Verlangsamung. Aber solange ihr uns nicht aufdeckt, wie gesagt, ist es gar nicht so schlimm. So, und dann können wir weiter in die Richtung und Action machen, würde ich sagen. Ja, ein paar einzelne Einheiten. Die sind jetzt nicht das Problem. Ich glaube, hier können wir auch A-Klick durch. Jetzt werden wir übermütig. Artemis, ich habe einen neuen leeren Moloch entdeckt. Er befindet sich direkt im Zentrum der Stadt. Die Zerg haben in diesem Bereich ihre Stellungen verstärkt. Ein Orbitalschlag könnte uns helfen, ihre Verteidigung zu durchbrechen.
Das ging gut. Alle Detections sind weg. Nein, sind sie nicht. Da ist noch eine Detection. Ah, nein! Okay, wir haben alle die Tees verloren, weil ich übermütig geworden bin. Halb so wild. Wir haben doch noch ein paar DTs. Der Orbitalschlag, der lädt ja wieder auf. Dann gehen wir mal mit A-Klick hier lang. Sorgen dafür, dass wir den jetzt gleich snipen. Lass mich gehen. Haha, Queen hat verfehlt. Ja, ist ein bisschen doof, dass es hier zwei Queens gibt. Ich meine, wie wollen wir die Einheit nennen? Es gibt ja jetzt die Königin, die halt fürs Transfusen da ist. Jetzt gibt es aber auch noch die alte Sakrox 1 Queen. Die ist auch Königin, okay. Das habe ich mich nämlich gerade gefragt, wie sie das geregelt haben. Na gut, machen wir mal die Neides mal kaputt. Und dann den Moloch. Ihr habt tapfer gekämpft, meine Krieger. Die Templer nehmen es jederzeit mit den Kreaturen Amons auf. Das war. So, hauen wir mal noch so ein paar coole Dinger runter. Dragoner. Und die räumen gut mit den Mutas aus. Ja, und ich würde sagen, jetzt haben wir eigentlich auf der Map nichts mehr zu befürchten, oder? Hier ist wahrscheinlich nur eine Basis. Ja, das heißt, wir sorgen mal dafür, dass wir die Map regeln. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch Bonusziele machen, indem wir alles kaputt machen. Aber ich will es nicht übertreiben. Nachher spawnen doch noch 5 Stück in der Basis hier oder so von diesen Molochs. Und dann haben wir doch verloren. Deswegen Ende. Alle Starthangars sind wieder unter unserer Kontrolle. Materialchen, ihr könnt nun die Evakuierung abschließen. Ihr habt mein Volk gerettet, Artanis. Das werden wir euch nie vergessen. Ja, sauber. 25 Solarit, 15 Solarit Belohnung. Ich weiß noch nicht, was wir mit diesem Solarit machen, aber das kriegen wir bestimmt noch. 2 Achievements haben wir, nichts wie weg wäre. Befreien Sie in Amons Einfluss auf dem Schwierigkeitsgrad normal alle Protostarthangers, bevor der letzte leere Moloch erscheint. Ich glaube, hätten wir uns ein bisschen am Riemen gerissen, hätten wir das auch noch geschafft und das ist brutal. Aber na gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen.